Mein Name ist Angelia Klingel, ich bin 19 Jahre alt, lerne Industriemechanikerin und bin im vierten Lehrjahr. Mein Name ist Jasmin Schinke, ich bin auch 19 Jahre alt und ich arbeite bei GEZ im zweiten Lehrjahr Mechatroniker. In der gesamten Region Stuttgart gibt es 1260 weibliche Auszubildende in technischen Berufen, gegenüber 9630 männlichen. Nur jeder zehnte Azubi im technischen Bereich ist also weiblich. Angelia und Jasmin sind zwei der wenigen Mädchen und Frauen, die sich für einen technischen Beruf entschieden haben. Technik hat die beiden schon immer fasziniert. Und auch ihre Familien und Freunde unterstützen ihre Entscheidung. Gut, die ältere Generation, die ist natürlich, das ist ein Männerberuf, aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich finde, das ist ein Beruf für jeden. Dass der technische Bereich heute keine reine Männerdomäne mehr ist, beweisen Angelia und Jasmin nicht nur täglich in der Lehrwerkstatt. Auch in ihren Leistungen stehen sie den Jungs in nichts nach. Ganz im Gegenteil, erzählt Ausbildungsmeister Peter Ahlan. Gerade bei uns muss man wirklich sagen, dass die besten Leistungen oft von den Azubinen kommen. Die Frauen, die das machen, die wollen das auch wirklich tun. Das heißt, die kommen mit ganz anderer Motivation. Es gibt vielleicht Jungs, die dann sagen, ja gut, was gibt's denn für mich? Gut, dann machen wir das mal. Wenn es eine Frau machen möchte, dann will sie es zu 100%. Also die hat sich schon dazu entschlossen und das merken wir hier bei uns. Die arbeiten super genau, die sind sehr fleißig und wie gesagt, ich glaube, die wollen es den Männern zeigen. Aber nicht nur leistungsmäßig. Auch im Umgang mit den Kollegen haben die beiden keine Probleme, sich zu behaupten. Bei Gruppenarbeiten sind sie gleichberechtigte Teammitglieder und über die kleinen alltäglichen Sticheleien können sie nur lächeln. Klar muss man muss als Frau ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen mitbringen, dickeres Fell und man muss auch mal den Mund aufmachen können. Also da darf man nicht kein graues Mäuschen sein und auch den Jungs einfach mal die Stirn bieten und sagen, hey, so geht's nicht oder ich kann das genauso wie du. Wenn man einmal seine Position geklärt hat und gesagt hat, hey, ich bin auch da, dann ist es kein Thema und dann wird man hier auch akzeptiert. Und die Sticheleien wegen Frauentechnik, also das ist ja wirklich putzig, was sie da manchmal von sich geben. Und ich glaube, manchmal merken sie selber, was es für ein Käse ist, was sie daher reden. Angelia steht schon fast am Ende ihrer Ausbildung. Sie weiß aber noch genau, wie es war, als sie angefangen hat. Für Mädels, die sich für einen technischen Beruf interessieren, hat sie deshalb einige Tipps parat. Nicht abschrecken lassen von gar keinem, wenn alle sagt, oh ja, du schaffst ja denn nur mit Männern zusammen oder so. Das ist gar nicht so schlimm, wie es immer verschrien ist. Dann auf jeden Fall ein Praktikum machen, weil auf dem Papier hört sich vieles ganz gut an. Bohren, fräsen, drehen, aber wenn man es dann mal in der Praxis machen muss, denkt man vielleicht, oh, das ist doch nicht meins. Und auch keine Scheu haben, in den Beruf dann zu gehen, wenn man sich dafür interessiert. Und mit den Jungs kommt man klar, die sind pflegeleicht. Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit haben Angelia und Jasmin auf jeden Fall. Beide wollen nach ihrer Ausbildung erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln und dann eine Weiterbildung zum Techniker machen. Oder besser gesagt, zur Technikerin.